vient de colomber les deux églises, oui. Ça, c'est en France, oui. Oui, ich spiele auch Klavier. Oui. Meine Eltern haben gesagt, bisschen Kultur kann nicht schaden, oui. Als Kind, ich war jede Woche einmal in die Klavierstunde. Meine Klavierlehrerin war sehr nett. Aber sie hat immer gegessen. Während Lektion de piano. Jedes Mal, chaque fois, Hüttenkäse. Ich war 13 Jahre alt und habe mich gefragt, mon Dieu, ist die nie etwas anderes? Und es roch immer so. Nach Hüttenkäse. Ich spiele Mozart, dazu Miam Miam de Hüttenkäse. Dazu diese kleine Maschine neben Klavier. Meine Klavierlehrerin hat gemacht Massage de Fußreflex. Diese kleine Maschine neben Klavier. Une dame in Strumpf, brun marron, diese grünen Noppen de Plastik. Tout en même temps, alles gleichzeitig. Klavierstunde, Noppen, Massage, Hüttenkäse. Heute, man sagt das Multitasking. Eh? Ah, noch heute. Bei Hüttenkäse, ich denke an Mozart. Ist richtig eingeschmiert in meine Irren. Fußreflex, ich denke an Hüttenkäse. Ich kann mir nicht helfen, aber noch heute bei Mozart. Mir wird ganz bizarr. Mir war immer klar, schon mit 13 Jahren, nie im Leben, ich werde Prof de Piano. Und Mozart, ich rieche Hüttenkäse. Aber Debussy. Debussy. Schon allein dieser Name, Debussy. Ah, la France, la grande nation, unsere großen Namen. Debussy, Ravel, Jacques Brel, Coco Chanel, Yves Saint Laurent, Edith Piaf, Juliette Gréco, Juliette Pinoche, Brigitte Bardot, Brie de Meaux, Camembert, Sarkozy, et puis aussi la vache qui rit.